Zum ersten Mal scheint nun möglich, jede Phase im Leben eines Schnabeligels genauestens zu studieren und zu dokumentieren. Noch sind die Augen des Babys geschlossen. Das Stachelkleid fehlt, auch die Füße wirken unfertig. Vor etwa 7 Wochen mag das Kleine aus dem Ei geschlüpft sein. Schnabeligelweibchen legen nach der Paarung ein winziges Ei in den Hautsack an ihrem Bauch. 10 Tage später schlüpft dort das nur 1 Zentimeter große Kind. Ungefähr 2,5 Monate bleibt es da und lebt von der mütterlichen Milch, die es von einem Drüsenfeld saugt. Die ersten Fotos. Der propere Nackedei wird Schlagzeilen machen. Erst wenn der Nachwuchs selber stachelt, hat er nichts mehr im Hautsack zu suchen. Dann wird er von der Mutter in einer Höhle ab und nur noch einmal täglich zum Trinken angelegt. Schon in dieser Zeit bildet sich der Hautsack zurück. Schnabeligel zählen nicht zu den Beuteltieren, sie sind eierlegende Säugetiere. Die Freude über diesen Zuchterfolg in Adelaide ist groß. Das erste Schnabeligelkind, seit der Zoo vor mehr als 100 Jahren eröffnet wurde. Als Einrichtung der Zoologischen Gesellschaft Südaustraliens engagiert sich der Tiergarten für mehrere Projekte zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Arten. Die Zahl heimischer Tiere darunter ist im letzten Jahrzehnt stark gewachsen.